Hallo zusammen, ich grüße euch. Heute zeige ich euch, wie Sie kleine Berechnungen mit OpenOffice Card einfach so erstellen können und die Zahlen auch angeben können. Also, wir haben schon ein Dokument hier aufgemacht und das ist für Sie. Wir befinden uns einfach in der ersten Tabelle und wir wollen jetzt in die zweite einfach die Sache angeben. Und wir wollen zum Beispiel einige Summe-Funktion hier machen und wir geben einfach einfach an, durcheinander und dann kann ich euch einfach zeigen, wie sie einfach berechnen können. Und von daher, ja, wir haben einige Zahlen schon angegeben und können schon langsam anfangen, damit zu berechnen, wie wir einfach wollen. Wenn Sie zum Beispiel die Summe von all diesen Zahlen haben wollen, dann haben Sie die einfachste Methode hier einfach auf Summe zu drücken. Und sofort erscheint einfach diese Formel hier, die Sie einfach auch kopieren können. Und von daher, Sie können kopieren und irgendwo nochmal anfügen. Und Sie sehen einfach hier unten, wie es auch erscheint, wo das Ergebnis erscheinen sollte. Und dann drücken Sie einfach auf Übernehmen und sofort ist einfach das Ergebnis hier, wie Sie einfach hier sehen. Also von daher können Sie einfach so machen. Und Ihre Ergebnisse haben Sie da. Wir machen nochmal ein bisschen Farben, damit Sie besser sehen können. Und die Hintergrundfarben können Sie einfach ändern. Und genauso können Sie auch gerne mit den. Also wir machen nochmal mit einigen Funktionen, die Sie einfach ja, mit dem Assistenten können wir auch machen. Also wir wollen zum Beispiel diese Summe mit dem Assistenten jetzt berechnen. Und hier ist unser Assistent, dann drücken wir einfach sofort drauf. Und dann wir sollten jetzt einfach die Funktion Summe gucken, weil wir wollen dann die Summe-Funktion einfach so berechnen. Und wir gucken einfach, wo Summe ist. Wenn wir die Summe-Funktion gefunden haben, dann drücken wir einfach drauf, wie Sie einfach sehen. Und hier auf meiner rechten Seite können Sie zum Beispiel schon sehen, wie man einfach ja, diese Summe-Funktion schreibt. Und von daher können Sie einfach hier angeben und die Zahlen einfach angeben, wie Sie einfach wollen. Also wir können zum Beispiel anfügen, was wir eben kopiert haben, aber dieses Mal möchte ich einfach hier zum Beispiel anstatt A, wir sind jetzt in der Sparte B, wir wollen von B4 bis B10 einfach berechnen. Also Sie sehen schon. Und das Ergebnis können Sie hier einfach sehen. Und unser Teilergebnis können Sie einfach auch hier sehen. Natürlich können Sie auch hier genau merken, ob Sie zum Beispiel, also ich mache ein bisschen einmal weg hier. Also von daher, ich korrigiere ein bisschen. Es war wir hatten zweimal das gleiche Zeichen einfach da deswegen. Und Sie können zum Beispiel diese Funktion hier anfügen und einfach berechnen. Das Ergebnis bleibt sowieso gleich und von daher. Und wir sind jetzt in der B-Sparte und sehen einfach, wie es markiert ist. Und hier ist unsere Funktion. Und wenn ich auf OK drücke, dann merken Sie einfach, dass die Funktion, das Ergebnis hier einfach erscheint. Und so können Sie einfach die Sache richtig berechnen, wie Sie einfach wollen. Ich markiere noch das Ergebnis, damit Sie einfach besser sehen können. Mit dem Hintergrund machen wir auch eine andere Farbe jetzt. Und Sie sehen schon, wir haben diese Zeichen einfach berechnet und mit dem Assistenten berechnet. Und wir können auch natürlich aber auch unsere Daten nochmal angeben. Zum Beispiel, wir geben viele Daten nochmal an. Und dann kann ich auch nochmal zeigen, wie Sie einfach anders auch berechnen können. Also, wir wollen wieder die Summe einfach berechnen. Also wir markieren einfach die Funktion, wir schreiben einfach die Funktion hier. Das ist nicht mehr A, sondern wir sind in der Sparte C, von C4 bis C10 wollen wir einfach berechnen. Und Sie sehen schon, wie Sie sehr schnell einfach. Und wenn Sie fertig sind, dann übernehmen Sie einfach das Ergebnis hier. Und sofort sehen Sie einfach hier, das Ergebnis ist einfach erschienen. Wir können einfach nur ein bisschen größer machen, damit Sie besser sehen können. Mit dem Hintergrund können wir auch ein bisschen markieren. Die Schriftfarbe können wir natürlich auch ändern. Von daher, also man sieht nicht so gut. Also von daher können Sie einfach sehen. Also wir haben drei Möglichkeiten schon gezeigt, aber ich kann euch auch eine andere Möglichkeit auch zeigen. Wir geben einfach die Daten rein, wie wir einfach wollen. Und von daher, da zeige ich euch nochmal, wie ich einfach die Summe-Funktion nochmal berechnen können. Also hier wollen wir das Ergebnis einfach haben. Und zwar, wir können einfach wieder unsere Summe-Funktion. Zum Beispiel, wir können zum Beispiel
schreiben das gleiche Zeichen zunächst und dann können wir zum Beispiel A, nee, das ist nicht A, das ist D, D4, dann können wir D4 bis D10 einfach berechnen oder D, wir können zum Beispiel D1, D plus D2 plus D, dann übernehmen wir und das Feld ist jetzt falsch, weil es erkennt einfach nicht. Also das heißt, wir sollten ganz genau schreiben D4 plus D5, ups, Entschuldigung, D5 plus D6 plus D7 plus D8, ja, plus D9 plus D10. Also so können wir einfach schreiben. Und dann, wenn wir das übernehmen, dann erscheinen unsere Ergebnisse, die wir einfach haben wollten. Und ich freue mich einfach, dieses Video mit euch geteilt zu haben. Das ist zu groß. Also wir lassen zum Beispiel wirklich mal ein bisschen hier oben dann größer machen und dann die Hintergrund können wir auch ändern. Und von daher sehen wir schon, wie wir einfach unsere Formel zum Beispiel kopieren können und irgendwo anfügen können oder angeben.